Gezeichnet von seiner Morphium- und Alkoholsucht, auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens, kam 1917 einer der berühmtesten deutschen Künstler nach Davos. Der Hektik des aufreibenden Berlins entfloh der 27-jährige Expressionist in die beschaulichen Rückzugsgebiete, die die Höhen rund um Davos ihm boten. Hier erarbeitete er einige seiner wichtigsten Bilder, überwand seine Süchte und schuf in seiner Kunst eine Klarheit der Darstellung, die er als Weiterentwicklung der Unmittelbarkeit und Flüchtigkeit seiner früheren Werke erkannte. Ernst Ludwig Kirchner, Maler, Künstler, Plastiker. Ja, es gibt ein wunderbares Museum da in Davos, wo immer wieder interessante Arbeiten zeigt von ihm, auch von Auswärtsarbeiten wieder herholt. Ich denke schon, dass er Spuren hinterlassen hat. Ich glaube, Davos wäre nochmal etwas anderes, wenn so Figuren nicht da gelandet wären. Es wäre wahrscheinlich verkommen zu Sport und Kongress und Event. Und die kulturelle Seite kommt da oben sowieso viel zu kurz. Und ich habe das Gefühl, das tut ihr gut, dass so eine Figur da gelebt hat und da gewirkt hat. Hier im Kirchner Museum Davos erhalten die Besucher eine außergewöhnliche Gelegenheit. Gleich am Ort ihrer Entstehung sind die Werke von Ernst Ludwig Kirchner zu sehen. Über 1500 Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, 160 Skizzenbücher, 1000 Fotografien. Die Suche nach weiteren Spuren führt auf den Wildboden über Davos. In dieser Abgeschiedenheit verbrachte er seine letzten Jahre. Ja, und jetzt die Leute hier in der Region haben erst sehr spät gemerkt, wie gross oder wie gut das der Künstler ist. ...1938 wählte Ernst Ludwig Kirchner den Freitod. Sein letztes Rückzugsgebiet hat er auf dem Waldfriedhof Davos gefunden. Sein Grab jedoch ist nicht die letzte Spur, auf die er uns mit seinem Werk schickt.